Die Vituskirche in Utzenhofen. Eigentlich sollte sie nur saniert werden. Eigentlich. Wir haben also gedacht, barocke Kirche, 18. Jahrhundert, 1938, fast komplett abgerissen. Also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir was finden. Denn unter dem Fußboden schlummerte Überraschendes, Überreste von Bauwerken von vor vielen Jahrhunderten. Wir können also feststellen durch unsere Ausgrabung, dass es hier wahrscheinlich schon spätestens im 9. Jahrhundert eine Holzkirche gegeben hat, die hier in diesem Bereich die westliche Begrenzung hatte. Da war sie also zu Ende und hatte hier eine Ecke, war also deutlich kleiner natürlich als die heutige Kirche und lief dann von West nach Ost weiter. Wie groß diese Kirche war, können wir allerdings nicht genau sagen. Die Holzkirche war scheinbar Teil einer frühmittelalterlichen Burganlage. Die Burgkirche ist vermutlich abgebrannt, und zwar wohl Anfang des 10. Jahrhunderts, bei einem Überfall von ungarischen Reitern. Ein Indiz dafür, 8 ungarische Pfeilspitzen, die in einer Grube im Chorbereich lagen. Nach diesem Überfall nehmen wir an, dass man die Holzkirche neu aufgebaut hat, wieder in Holz. Und die hat vielleicht 150 Jahre dann gestanden. Und dann geht man hin und reißt diese Holzkirche ab und baut eine steinerne Kirche. Diese Steinkirche können wir hier im archäologischen Befund, wie wir das nennen, sehr schön nachweisen. Das war eine relativ große Saalkirche mit einer Apsis, also mit einem gerundeten Chorabschluss hier im Osten. Man sieht ganz schön die Apsismauer hier, glaube ich, kann man ganz schön erkennen. Diese Steinkirche ist ganz sicher auch Bestandteil einer Burganlage gewesen, weil die steht im baulichen Zusammenhang mit Befestigungsresten, die wir hier hinten sehen. Eine sehr massive Mauer. Die Steinkirche war also wohl Teil einer hochmittelalterlichen Nachfolgeburg etwa um 1100. Und mit diesem Fund fand man noch etwas Hochinteressantes. Innerhalb der steinernen Kirche haben wir im Zentrum der Apsis ein Grab entdeckt. Wir haben dort die Überreste eines 30- bis 40-jährigen Mannes entdeckt, der kerngesund war, der seit seiner Kindheit ständig auf dem Pferd gesessen war, der also offensichtlich dem höchsten sozialen Stand angehörte, den es damals im Mittelalter gab. Und spannend nun auch, dass er durch einen Pfeilschuss ums Leben kam. Wer dieser Mann war, weiß man aktuell nicht. Die Ausgrabungen in St. Vitus in Utzenhofen sind für die gesamte mittelalterliche Siedlungsgeschichte dieses Raums von großer Bedeutung und damit tatsächlich überregional wertvoll. Ja, wir werden also die Filmaufnahmen, die es gibt, und die Fotodokumentationen versuchen auch auf der Homepage aufzubereiten, dass auch Außenstehende sich über die historische Besonderheit hier im Ortsteil Utzenhofen informieren können. Damit der Anblick noch lange erhalten bleibt, zumindest filmisch.